So, wir zeigen euch, wie man ein Geschenk verpackt. Was man dafür braucht, ist Klebeband, eine Schere, ein Geschenk natürlich, Papier, um es zu verpacken, und Band. So, erst einmal wird das Papier auf die richtige Größe geschnitten. Gerade Kanten, damit man es schön verpacken kann. Und jetzt schlagen wir die eine Seite ein, gerade, um einen geraden Abschluss zu haben. Den umlegen wir und kleben ihn schon mal fest. Dann schlagen wir die Seite ein. Wir falten es so, um zu schauen, wie viel Papier an der Seite benötigt wird. Das überstehende Papier einfach mit der Schere abtrennen. Das machen wir auf beiden Seiten. So, jetzt einfach hier einschlagen, die Falten nachziehen und nochmal einklappen. Wieder nachziehen, einschlagen und die Kanten nachziehen. Wunderbar. So, die überschüssige Falz nach oben, ankleben, fertig. Jetzt schneiden wir das Ganze noch einmal ab. Wir wiederholen im Grunde den Arbeitsschritt von vorn. Einschlagen, einschlagen, umschlagen, ankleben. Zack, so einfach. Jetzt das Band drumherum, soll schließlich auch schön verpackt sein. So, einmal drum das Band und ein zweites Mal, dann wissen wir, wie viel wir ungefähr brauchen. Es über Kreuz legen, stramm ziehen und umdrehen, das Paket. Wunderbar, einmal drum schlagen. Der Vorteil bei der Technik ist, dass man unten dann keine dicke Wulst hat von den Bändern und dadurch kippelt das Paket dann nicht. Jetzt hier oben einfach einmal festknoten, zack, Daumen drauf. Bekannte Methode, Schleife rein und fertig. Und hier sieht man, dass unten einfach ein glatter Übergang ist. Ja, ein bisschen nachzupfen, wenn man alles schön gerade haben will. Und wenn man das dann hat, oben noch ein bisschen Spielerchen, Schleife nachziehen und es kriegt sich.